So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich bin auf der Suche nach Giovanni wegen Krypto Cresselia. Euch würde ich sagen, macht das nicht, hebt euch das auf. Mehr dazu aber später. Ich mache es nur, damit ich es mal zeigen kann und ich sehen kann, ob ich es überhaupt schaffe, den zu besiegen. Das ist nämlich immer richtig krampfig. Wir sind hier vom Stadtstrand Meiningen. Hä? Was ist das denn? Ihr wisst ja, ich bin ja immer in Hildburghausen rumgeflogen. Da gab es den Stadtstrand Hildburghausen. Dann bin ich weg. Bin jetzt hier in der Gegend. Und jetzt ist das Ding hier. Und das ist von denselben Leuten. Also die verfolgen mich irgendwie. So. Kann man Cocktails essen, trinken. Kann man Burger essen manchmal. Vielleicht jetzt auch nicht mehr. Ich kenne die Karte nicht. Auf jeden Fall ist es in der alten Geburtstagslocation. Wir suchen jetzt Giovanni. Dann fasel ich noch irgendwas. Und dann kann ich endlich heim. Und das Video heute vielleicht direkt am Freitag noch hochladen. Das ist Cresselia, wenn wir mit ihm fertig sind. Oder ihr, ich weiß gar nicht, ist das männlich, ist das weiblich, man weiß es nicht genau. Es geht heute nicht um die Wurst. Wir wollen Giovanni suchen, wir wollen Giovanni machen. Ich empfehle euch nicht, Giovanni zu suchen und zu machen. Bleibt auf Seite 1 mit eurer Rocket-Forschung. Wenn ihr schon drüber seid, ist eh egal. Wenn ihr noch nicht drüber seid, über Seite 1, bleibt auf Seite 1. Spart euch den Super Rocket-Radar. Wenn Krypto Rayquaza kommt, nehmt den mit, fünfmal, wenn es geht. Gönnt euch kein Krypto Cresselia. Der ist so sinnlos, den nimmst du selbst nicht mal in der GBL. Nein, du nimmst den nicht in der GBL. Du nimmst, so rede ich eigentlich so. Den nimmst du auf jeden Fall nicht in der GBL. Und du nimmst den nicht für Raids. In der GBL nimmst du das Normale, du nimmst aber nicht das Krypto. Es gibt keinen Grund, Krypto Cresselia zu besiegen, zu fangen, zu probieren, außer du bist YouTuber oder sowas ähnliches, so wie ich, und sagst, du gehst halt mal hin und guckst, ob du den überhaupt schaffst zu besiegen, weil dir eh alles egal ist. Deswegen, ich löse meinen Pass ein, mein Super Rocket Radar für Krypto Cresselia, ihr nicht, ihr holt euch nur Wurst und das war's. So, aber jetzt erstmal suchen, wo das Ding überhaupt ist. Irgendwo da hinten in der Gasse habe ich gesehen, ist noch ein Rocket Bums. So, das ist Giovanni, steht auch drauf, ne? Mühlfelder. Gemühlfelders Giovanni. Wir laufen jetzt aber hier vor. Wir brauchen nämlich so einen Kasten, wo wir uns draufstellen können, damit wir besser kämpfen können. Und dann mal gucken, ob ich es schaffe. Ich habe absolut keinen Plan. Ich habe aber gegoogelt. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. So, ich habe einen Artikel gefunden von Mein MMO. Da ist extra alles aufgelistet. Welche Pokémon er hat, welche Pokémon ihr nehmt, beziehungsweise was die Schwächen sind. Als erstes wissen wir ja sowieso, ist immer Snobillicat am Start. Ihr nehmt also am besten Kampf-Pokémon. Normal nehme ich da ja sowieso immer Lucario und versucht das erste wegzuhauen. Wenn wir weitergehen, das zweite Pokémon ist eins von drei verschiedenen, also das kann variieren. Er könnte zum Beispiel Zedra King haben, ist schwach gegen Drache und Fee. Merke ich mir Fee, könnte ich Fee nehmen, okay, weil es könnte auch Kramchef sein. Kramchef ist schwach gegen Fee. Gegen Elektro, gegen Eis und gegen Gestein. Das heißt, wenn ich ein Fee-Pokémon reinpacke, habe ich gleich eins, was effektiv gegen zwei andere ist. Und das dritte könnte Kangama sein. Das ist ja aber wieder normal. Also könnt ihr wieder Kampf nehmen. Also Lucario ist ja eh schon im Team. Das letzte ist dann Cresselia. Da braucht ihr Käfer, Unlicht oder Geist. Ich habe damals immer mit Despotar als drittes Pokémon gekämpft, weil der immer Steine geworfen hat auf die Vögel, alles was fliegt. Bei dem das fliegt auch, ist aber nicht Typ Flug. Aber wenn der Unlicht hat gegen Psycho, müsste das ja funktionieren, was mich nur verwirrt. Hier steht Despotar aufgelistet mit dem Moveset Katapult und Knirscher. Warum Katapult? Warum nicht Biss Knirscher? Beziehungsweise wieso nicht Biss und Wirbler? Ich denke, Wirbler ist besser. Ist das ein gutes Moveset oder ist die Seite einfach nur Müll? Ich habe auf jeden Fall mir jetzt ein Team rausgesucht. Das seht ihr jetzt, wenn ich den Pass einlöse. Ich hoffe, das ist gespeichert. Nö, das ist nett. Hier, RRR. Ich habe da das Togekiss drin. Ich habe ein Mega-Despotar drin mit einem Unlicht-Moveset. Und ich habe den Net-Ghost. Ey, es ist echt krank, wie viele Mobbels hier vorbeifahren. Also Autos hörst du nicht, aber die Dinger machen einfach nur so einen Lärm. Und dann schreit man immer, obwohl es gar nicht nötig ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich das Lucario hinten drin habe und direkt reinwechsel, ob ich dadurch Zeit spare und was gut mache oder ob das der größte Fehler ist, den ich machen kann. Ich einfach Lucario direkt vorne hätte drin haben müssen. Also wir wechseln jetzt auf Lucario, drücken hier drauf und sobald der Steigerungshieb voll ist,
machen wir Steigerungshieb. Wenn ich Glück habe, kommt als zweites Pokémon ja sowieso Kangama. Das heißt, mein Angriff ist dann mega gesteigert. Und ich kann das Kangama auch einfach wegkloppen. Das wäre richtig genial. So, das zweite Schild von ihm ist jetzt auch fort. Weil wir ja, also eigentlich müsstest du da gar nicht drücken. Heißt, der drückt doch da nicht. Dann ist die Energie noch da. Ist aber Quatsch. Habe ich mehrmals geguckt. Ist gar nicht so. Jetzt ist es natürlich... Was hat er als zweites? Hat er? Er hat Krammchef. Das ist jetzt nix. Da bräuchte ich jetzt also was mit Gestein oder Fee oder was anderes. Aber wir hauen jetzt trotzdem die Aurasphäre drauf und das Krammchef ist tot. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt nochmal eine Aurasphäre rein vielleicht? Eine, komm. Nee, haben wir nicht geschafft. Egal. Kommen wir jetzt direkt mit Despoda. Ja, wir haben die 3 Sekunden. Wir nehmen jetzt mal Despoda und hauen jetzt hier drauf. Der hat Biss. Der hat Wirbler. Wir können Schutzschild machen. Okay. Bevor ich sterbe, kann ich auch noch mal rauswechseln. Das gibt mir noch mal ein paar Sekunden. Er ist jetzt Seereigen. Wir hauen hier weiter drauf. Wollen auf den Wirbler gehen. Wenn wir den Wirbler gezündet haben, haben wir ja auch wieder diese 3-Sekunden-Regel, glaube ich. Übrigens habe ich erst das falsche Despoda-Mega entwickelt, dann habe ich das Mega entwickelt und gedacht, das wird schon passen. Aber guck, er macht so gut wie keinen Schaden bei mir. Das ist mega genial. Hätte ich gar nicht gedacht. Das heißt, es geht viel leichter als gedacht. Ich habe beim letzten Mal, als Giovanni da war, bestimmt 4, 5, 6 Versuche gebraucht mit meinem Team, bis ich das irgendwie hingekriegt habe, den zu besiegen. Ich habe meinen Togekiss gar nicht benutzt. Ich musste das nicht mal reinholen. Es haben 2 Pokémon gereicht. Und wenn ich Glück gehabt hätte mit Kangama... Ja gut, was will ich Kangama? Ihr habt ja gesehen, das Krammchef ist einfach von der Aurasphäre umgeflogen. Das war richtig cool. Verstehen tue ich es nicht, aber es war cool. 19 Bälle. Der müsste eigentlich ja sowieso im ersten Ball drin sein. Ich habe noch nie ein Krypto-Legendäres von Giovanni erlebt, das irgendwie aus dem Ball kam. Also wir nehmen eine silberne Beere, dass wir mehr Bonbons kriegen. Werfen drauf, tüten den Eigen, bewerten den, denn das ist der Moment. Das Größte und das Schwerste und es hat 2 Sterne. Also Angriff 6, Verteidigung 14, KP-Wert 13. Ist aber wie gesagt ein Pokémon, was ihr absolut nicht braucht. Ich habe das nur gemacht, weil ich immer alles mache. Und damit ihr das einfach mal seht und damit ihr das nicht machen müsst. Aber wenn ihr auf der ersten Seite seid, auf der ersten Seite von dieser Forschung und holt die Belohnungen nicht ab, dann könnt ihr warten, bis ein anderer Krypto-Raid-Boss bei Giovanni drin ist. Und wenn dann wirklich Krypto-Rayquaza drin ist, könnt ihr mit diesem Rocket-Radar Rayquaza holen. Und ihr könnt mit dem Rayquaza-Radar Rayquaza holen. Versteht ihr? Wenn dazwischen was anderes kommt, was auch sinnlos ist, dann ist egal, bleibt immer auf der ersten Seite. Dann könnt ihr euren Super-Rocket-Radar aufsparen. Wenn ihr in der ersten Seite abholt und auf Seite 2 geht, geht das nicht mehr, denn dann ist das Pokémon fest. Ansonsten weg mit Cresselia, braucht kein Mensch. Hier noch eine Medaille, Ultraheld, das war's. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr den Radar aufgehoben? Habt ihr Cresselia abgeholt? Wie gut war eures? Schreibt's mal rein und ciao.